Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Emily und ich schenke meiner Schwester Mia heute ihr Pony, welches ich auf der Pferdeauktion gekauft habe, beziehungsweise Ponyauktion. Wahrscheinlich habt ihr die auch schon gesehen. Falls nicht, schaut da gerne mal vorbei. Und wir werden sie heute wirklich richtig damit überraschen. Ich zeige euch gleich, wo wir das Ganze aufbauen und was wir überhaupt machen. Ja, ich kann heute die Reithalle dafür benutzen, weil hier keiner reiten wird. Und das machen wir richtig schön. So, jetzt gehen wir hier hin. Und zwar steht hier die Lilly. Hi! Na? Genau. Zum Glück hat Mia sie noch nicht gesehen. Ich habe mir jetzt das hier geholt. Und zwar werden wir daraus jetzt einen richtig coolen Weg bauen. Ist hier so? So, und das geht dann hier lang. So, das ist schon mal ein Weg. Das sieht total cool aus. Und zwar habe ich auch noch was für das Pony gekauft und auch für Mia selbst. Das schieben wir mal hier hin. Da werden Leckerlis reinkommen, sowie Spielsachen und ein Halfter. Ein Eimer bekommt sie auch noch. Es war so anstrengend, diesen Tisch hier hinzuschieben, aber wir brauchen den jetzt nochmal. Oder ich will einen anderen Tisch, der ein bisschen leichter ist. Ich habe jetzt diesen Tisch genommen, weil ich den einfach zusammenklappen konnte und nicht so schwer war wie der andere. Hier hinstellen wir noch einen Stuhl und ich hole noch Blumen. Und das heißt, da kommt ja auch noch rein. Leute, schaut mal, sieht das nicht gemütlich aus? Sieht schon fast aus wie eine Hochzeit, aber das soll es ja natürlich nicht werden. Oh, hey, Emmy. Ich wusste gar nicht, dass du ihr heute das Pony gibst. Es sieht richtig gemütlich und richtig schön aus. Alles passt so zusammen mit den Girlanden und diesen Steinen. Ja, ich finde auch, es ist einfach wunderschön. Die Hütchen machen das Ganze viel cooler. Ich habe auch noch ein paar Dinge besorgt. Na gut, ich muss noch weiter mit Romeo arbeiten, aber wir sehen uns sicherlich später nochmal. Na klar, mach's gut, tschüss. Ich habe jetzt Lilly aus der Box geholt und wir werden sie jetzt dahin führen. Ich habe die Girlanden noch ein bisschen weiter runtergesetzt und so sieht das Ganze jetzt aus. Lilly bleibt da ganz entspannt stehen. Deswegen müssen wir uns ganz schnell beeilen. Und zwar holen wir jetzt Mia. Oh ja, du bist ganz fein, Benny. Ich kann dir auch noch deine Lieblingsleckerlis holen. Mia, komm mal bitte schnell, aber bitte mach die Augen zu. Hast du etwa eine Überraschung für mich? Du wirst schon sehen, aber bitte mach deine Augen zu, okay? Nicht schummeln. Nee, aber ich kann es kaum abwarten. Was willst du mir zeigen? Mach jetzt deine Augen zu und komm mit. Ich halte deine Hand. Okay, ich bin gespannt. Oh, Sand? Wir sind in Dreithalle. Du kannst deine Augen aufmachen in 3, 2, 1. Was? Womit habe ich das verdient? Warte mal, du schenkst mir einen Pony. Ja, sonst hätte ich das hier alles nicht aufgebaut. Mein Gott, und da sind auch noch Sachen? Dankeschön, du bist eine tolle Schwester. Das ist Lilly, sie gehört jetzt dir. Wow. Hey, du bist aber süß. Emmy, ich kann das kaum glauben. Ich hätte nie damit gerechnet. Das ist mein erstes eigenes Pferd. Ich werde sie gleich einmal satteln. Klar, mach das, wir können in die Halle gehen. In die andere. Ja, komm mit. Ich werde sie auch noch striegeln. Hallo Mia. Na, was ist das denn für ein Pony? Das habe ich ja hier noch nie auf dem Hof gesehen. Ja, ich weiß. Emmy hat mir das geschenkt. Emmy hat dir das Pony geschenkt? Aber warum? Aber natürlich. Freut mich für mich. Wow, das sieht ja hier schön aus. Warum hast du denn Mia ein Pony geschenkt? Ja, ich war ja neulich auf der Pony-Auktion und ich weiß, dass Mia schon so lange ein eigenes Pony wollte, beziehungsweise Pferd und ich wollte dir die große Freude machen. Oh, du weißt gar nicht, wie sehr sich Mia gerade freut. Ja, das freut mich auch total, Mama. Da hast du uns ja alle eine Überraschung gemacht. Weißt du, ich kann das hier aufräumen. Mia ist hinten beim Putzplatz, da kannst du hingehen. Okay, bis später, Mama. Und das ist der Striegel, den ich am meisten mag. Der ist richtig weich und... Redest du gerade mit dir selber oder... Warum hörst du da überhaupt zu? Spaß. Also, ich mag das nicht so ganz gern. Wenn ich mit mir selber rede. Ich kann auch weggehen. Nein, alles gut. Nur ein bisschen komisch. Das ist ja nicht mal mein Geburtstag und einfach so, das, wer kann sich das denn, ich komme gar nicht klar. Ja, ich weiß, das mag schon sehr besonders sein. Ich hol mal den Sattel. Ich kann es kaum erwarten. Und steig auf mir. Hier, warte, so ein bisschen schieben. Ich werde es auch nicht viel reiten. Ich denke, dass eher die Bodenarbeit etwas für mich ist. Es ist alles dir überlassen. Komm, wir gehen in die Halle. Hallo Monika. Ja, was macht ihr denn hier und was ist das denn für ein Pony? Das wurde mir geschenkt. Von Emmy. Das freut mich ja für dich. Das hast du aber sehr schön gemacht, Emmy. Danke. Oh,
Ich sitze so angenehm im Sattel und es liegt auf jeden Fall nicht am Sattel. Na komm, zeig, was du drauf hast. Komm. Das ist so cool. Komm, ich baue dir einen Parcours auf. Das macht so viel Spaß. Das war wirklich einfach nur klasse. Ich sattel sie jetzt nur noch ab und bringe sie dann auf die Koppel. Okay, mach das. Ich räume das dann hier in der Zwischenzeit auf. Annie! Was war das für ein Geräusch? Oh nein, Mia, was ist passiert? Komm, steh auf. Ach, mir geht's gut, aber Lilly hat sich erschreckt und ist weggelaufen. Wodurch denn? Durch Benny. Benny, alles gut. Es ist nicht deine Schuld. Aber wir müssen jetzt schnell Lilly suchen. Nicht, dass hier irgendwas Schreckliches passiert ist, weil sie so im Schock war. Okay, du suchst in der linken Hälfte, ich in der rechten. Na, dann holen wir nochmal das Futter. Was macht denn der da? Guten Morgen. Ich glaube, du bist hier nicht so ganz erwünscht. Ich glaube, ich weiß, wem du gehörst. Komm. Wir haben jetzt den ganzen Hof durchsucht. Sie ist bestimmt weg. Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Mia, dafür kannst du doch nichts. Wir werden weiter mit nach ihr suchen. Sonst, wir hängen diese Plakate auf und wir werden sie finden, okay? Vertrau mir. So, jetzt müssen wir die nur noch finden. Monika? Lilly? Was macht die denn da? Ach so, das war also nicht beabsichtigt. Na gut, ich habe sie beim Futter gefunden. Ein Glück, dass du sie gefunden hast. Sie ist uns entwischt. Na, das ist ja mal was Interessantes. Ja, das war nicht so ganz beabsichtigt. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Dann würde ich sie jetzt euch übergeben. Nee, danke, Monika. Dankeschön. Gerne. Falls das ist, ihr könnt mich auch anrufen. Jetzt bringen wir dich aber auf die Koppel. Bis morgen, Lilly. Was werden wir denn wohl morgen machen? Ich bin für Bodenarbeit. Du siehst es genauso? Du bist so schön. Na, was macht ihr morgen? Ich habe mich für Bodenarbeit entschieden. Und dann reiten wir gemeinsam zum Eiscafé. Und ich frage nach einem Apfel. Zum Eiscafé? Na, da komme ich doch mit. Gut, dann reiten wir beide gemeinsam zum Eiscafé und fragen nach zwei Äpfeln. Na, da freue ich mich drauf. Bis morgen. Ja, Leute, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Falls ihr Videovorschläge habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns dann. Wie gesagt, ich bin für alles offen. Oder falls ihr auch wieder mal einen Hofumbau oder ähnliches sehen wollt, einfach ab in die Kommentare. Ich lese mir wirklich alle durch. Tschüss, habt noch einen schönen Tag.